Und dann machen wir mal so eine kleine Minimalbasis, sag ich mal. Ich weiß, ihr mögt das gerne groß und komfortabel, aber ich habe es jetzt gerne hier etwas überschaubarer, sagen wir es mal so. Ich hole mal jetzt hier wieder. Sollte ich mir vielleicht eine Axt bauen, solange ich noch kann? Ja, und dafür brauchen wir. Pass mal auf, Leashes. Es tut mir leid, ich bin etwas unkoordiniert, weil ich habe es einfach lange nicht mehr gespielt jetzt. Muss mich ein bisschen wieder reinfinden. Ich wollte gerade sagen, oh, was ist das denn? okay, die können wir noch nicht wieder ernten, oder? Nein, die können wir noch nicht wieder ernten. Scheiße. Wofür brauchte ich Leashes? Ich brauche gar keine Leashes. Ich brauche jetzt erstmal Foundations und noch hier Dinger. Pass mal auf. Wir holen uns jetzt den Stock da. Den Stock und die Palme nehmen wir natürlich wieder mit. Wir können nichts verschmeißen hier. Und den Stein. Es ist übrigens wieder total spät. Und eigentlich hatte ich mir vorhin überlegt, ob ich Only If weiterspiele. Ich weiß nicht, ob ich euch das zwischenzeitlich jetzt schon gezeigt habe. Dieses Game, dieses mega durchgeknallte Indie-kostenlose Horror-Game. Es ist einfach mal so irre, dieses Game, finde ich. Und da stecke ich ein bisschen gerade in der Predouille, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Wie, so ist ganz selten bei mir, nur weil ich immer voll der professionelle Spieler bin. Und ja. Ach so, ja, und da wollte ich, ich weiß nicht, ob ich euch da zwischenzeitlich schon gefragt habe, ob ihr wollt, dass ich das weiterzocke. Ich glaube, ich habe das, ich dachte, das wäre so ein Einstunden-Game. Ja, weißt du, so wie, was weiß ich, wie ist das mit dem Baum denn nochmal? The Old Tree zum Beispiel oder irgendwas, was man so ein Stündchen spielen kann, gemütlich, wo du dann sagst, ja, nö, war nett, aber ist auch wieder gut jetzt. Und dann war das so ein Mammutgerät, was auch ganz schön anspruchsvoll eigentlich ist, also wo du richtig Rätsel lösen musst und wo du da noch verfolgt wirst von irgendwelchen solchen Typen, das ist ganz schön echt mega gruselig, also ich finde es ganz schön gruselig. Aber warte mal, das hätte ich jetzt gar nicht drauflegen müssen, glaube ich. Oh, you base, I belong to us. Machen wir einfach mal so. Support. Müssen wir sowieso überall hinbauen. Ich meine, ob wir sie nachher abreißen wieder, ist ja im Prinzip egal. Aber wir brauchen auf jeden Fall hier diesen Support. Und für die Wände brauchen wir ja das hier. Genau. Und eigentlich wollte ich hier Leashes haben. Jetzt fällt es mir wieder ein, weil ich mir eine Axt bauen wollte. Weil ich Angst habe, dass meine Machete, schon keine SMS. Kaputt geht. Kaputt. Und ich habe keine Leashes mehr. Und ich weiß gar nicht, ob man mittlerweile sein Bett in sein Haus stellen kann. Ich habe irgendwas gelesen von wegen, ein Bett wurde jetzt kleiner gemacht, damit es auch auf einem Foundation-Ding Platz hat. So, first things first. Bett im Haus. Läuft bei mir. Nein, egal. Ich glaube, wir müssen noch eine Nacht warten, damit wir hier gleich dieses Dings ernten können. Bett macht Randale. Ah, hat nicht funktioniert. So, jetzt. Bam, bam, bam. Brauchte man 4 für eine Wand? I'm not so sure. Ich bin nicht so sure. Ich guck mal. Oh, Windowed Wall machen wir natürlich. Braucht das gleiche. Warte, Windowed, 2 Palmen, 4 Sticks. 2. Hä? Achso, das gleiche ist nur andersrum angeordnet. Ich dachte. Mach natürlich Window, das andere ist mir irgendwie zu. So, ich möchte den Strand ja im Auge behalten, oder? Warte mal. Doch, ich möchte alles im Auge behalten. Ich möchte. Da kommt erstmal eine Window-Wahl hin. Ach so, Scheiße. Hä? Ach, wir brauchen mehr Sticks. Sticks haben wir noch? Nee, haben wir nicht mehr. Scheiße. Irgendjemand hat auch gesagt, man kann übrigens, auch wenn Messer und alles nachher kaputt ist, Messer benutzen dafür. Kann man einen Stein nehmen und ihn hochwerfen, dass er auf einen anderen Stein fällt oder hier auf diese Felsen. Und dann kann man einen Steinsplitter bekommen, der sozusagen ein Ersatz für ein Messer ist. Finde ich gut. Und damit, mit dem Messer kann man auch keinen Baum fällen, ne? Da sind wir wieder am Anfang unserer Idee. Aber grundsätzlich hat man dann schon mal ein Messer. Man hat ja am Anfang auch nicht mehr als ein Messer, ne? Nee, hat man nicht. Man nicht. Aber man findet halt überall Sticks. Na ja gut, aber das passt ja. Dann kann man ja einfach zu einer anderen Insel. Und ich meine, bevor man wirklich alle Inseln leer geräubert hat und keine Sticks mehr findet,
denke ich mal, dann ist eh das Spiel vorbei. Ja? Dann kommt so eine Einblendung, da steht dann, sie haben das Spiel geschrottet oder so. Ich weiß es nicht. Vier Waffe, eine Wand, ne? Machen wir wieder alles leer. Aber ich muss aufhören, meine Lippen aufzuessen. Das ist auch nicht gut. Aber das und. Boah, kennt ihr das? Wenn ihr da so ein. Ich möchte es gar nicht erzählen eigentlich, aber ich muss es jetzt sagen. Ich habe jetzt damit angefangen. Wenn ihr so einen Hautfetzen an der Lippe habt und ihr wisst genau, der ist da und ihr dürft den nicht abbeißen oder nicht dran ziehen. Das Schlimmste ist, wenn man dran reißt, weil dann kann man sich so richtig. Ach Gott. Ja, und da an dem Punkt bin ich jetzt. Ich bin völlig verzweifelt eigentlich. So, das lege ich mal hier hin, weil wir uns hier nachher ein Feuerchen bauen. Das lege ich schon mal. First, wie gesagt, first things first. Oh, nee, warte. First things first. So, und die stellen wir in unser Haus. Ich hoffe, die verschwindet natürlich nicht. Nein, wenn wir hier nachher was bauen. Ich habe mich gerade dazu entschlossen, ich baue, glaube ich, hier noch zwei Plattformen davor. Formen. Plattformen. Plattformen, ja, ist richtig. Plattform ist richtig. Yvette. Jetzt beherrsche ich doch mal. Aber ich glaube, ich. Ja, da baue ich eine zu Wand hin. Ah, ne, reicht noch nicht. Ich brauche noch Sticks. Bin verwirrt. Nicht weniger als sonst. Da mache ich eine zu Wand hin, weil da kommt dann mein Bettchen hin. Zack. Guck mal, dann bin ich hier. Kann ich hier rausgucken? Hallo, hallo, hallo. Und hier mache ich auch eine zu hin. Ja, da fühle ich mich sicherer doch. So, keine Sticks mehr. Aber ich glaube, ich puffe erstmal wieder eine Runde und dann muss ich wieder essen. Ne? Das ist natürlich immer nicht so leicht alles. So, Bett hier hin. Da kann man, glaube ich, auch sehr schön mit bauen. Zack, ab ins Bett. Geschlafen. Da kommt was auf mein Handy. Ach, mir fällt. Ah, hier. Chrissy 2029 folgt dir jetzt. Hallo, Christian. Welcome to Instagram. Haha. So viel zum Thema, keine Werbung machen. Ne? So, die geht noch nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Wie viel haben wir hier noch? Machete? Okay. Was machen wir denn jetzt? Ich guck mal noch, was wir noch so an Sticks haben. Aber ist ja auch scheißegal, weil wir haben ja dann, wir müssen ja nur einen Stick, glaube ich, uns nur behalten für eine neue Axt. Oder? Ja, doch. Kann die schon? Ja. Huh. Gott sei Dank. So, dann bauen wir uns jetzt mal schnell so ein Gerät. Aber warte mal, haben wir gar keinen Stick mehr? Doch. Ich meine, wir haben ja jetzt. Ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt. Ein Stick und da waren die Steine. Dann machen wir jetzt mal einen Stick drauf und eine Leash und dann bauen wir daraus eine Crude Axe. Zack. So, sicher ist sicher. Stick die eigentlich auch? Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. So, dann bauen wir jetzt mal das wenigstens noch fertig. Ich weiß, so Baufolgen nerven immer. Ne? Man kann da auch übrigens spulen. Vorspulen. Tun wir uns mal die da hinten, die ist eh nicht so. Dekorativ benutze ich. Nee, ich benutze jetzt das, damit das weg ist. Was weg ist, ist weg, sag ich mal. Ja, die muss man auch treffen. So. Ich bin mal gespannt, wenn wir nachher. Oh, Kokosnüsse nehmen wir auch mal lieber mit. Ich habe nämlich gehört, die sind weniger geworden. Deswegen, da müssen wir jetzt, ne? Wer die Nuss nicht ehrt, ist die Palme nicht wert. Ich sitze so weit außen. Wie quatsch kann ich daran machen? Warte mal, ich kann den Monitor weiter nach links machen. Ganz schlau, ne? Das ist ganz schlau. Andere würden die Webcam verstellen oder sich mit dem Stuhl weiter umsetzen. Eve hat vergessen, die Palme mit sich rumzuziehen. Wo habe ich die denn jetzt gelassen? Ach, da. Oh Gott. Ich bin so verwirrt. Ich weiß nicht, ob es an mir grundsätzlich liegt oder ob es an der Tagesuhrzeit wieder liegt. Weil mein Biorhythmus. Ich brauche übrigens auch so ein Twitter-Profil, das heißt dann Eves Biorhythmus. Gronkh hat sowas, ja? Gut, da muss natürlich jemand da ständig was posten. Oder ich halt. Oder auch einfach nicht. Das war keine Aufforderung, das war nur ein lautes Denken. Bei diesem Spiel denkt man halt laut, ne? Das ist immer so ein bisschen. Muss man natürlich schon aufpassen, was man hier so denkt. Mache ich jetzt erst die Wände oder mache ich. Na komm. Das muss, also das muss ja wohl reichen. Wohl, guck mal hier. Das reicht ja nicht. Das reicht ja für eine Plattform und eine Wand. Nur die eine Palme. Und das war eine große Palme. Das ist gar nicht so geil. Und wir müssen ja auch noch ein Lagerfeuer bauen. Und das müssen wir auch immer wieder nachfüllen. Verstehst du?
Habe ich Sticks eingesammelt? Nein, ich habe blöde Dings hier. Steine weg. Kokosnüsse. Zack. Ja, rollt ins Meer, aber nicht ganz ins Meer, bitte. So, ja, perfekt. Kann man die auch schon wieder? Ja, die kann man auch schon wieder ernten. Das mache ich mal schnell. Moment damit. Ja, geil. Es regnet wieder. Oh Mann, ey. Aber ich will mich mal nicht beschweren. Ich lebe ja, weißt du? Man soll sich ja immer nicht beschweren, sondern einfach feiern, dass man lebt. So, das Bett kommt mal nochmal weg. Alles weg. Zack, 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 zack. So, zack, 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 zack. Hammer in die Hand. Was hatte ich gesagt? Hier mache ich zu, ne? Aber ich möchte eigentlich auch in die Richtung gucken können. Nee, nee, weißt du was? Machen wir auch eine Windowed Wall hin. Ich möchte ja auch gucken, wenn die Feinde von da kommen. Genau. Hier vielleicht nochmal zu oder mache ich da vielleicht auf? Also jetzt mache ich erstmal noch... Na toll. Das reicht wieder nicht von der Entfernung, um hier eine Foundation hinzubauen. So, jetzt... Moment, nein. Ach, ich brauche auch noch... Ach, das passt schon. Foundation... ja, mache ich hier dicht. Zack. So. Ich habe ja noch nicht mal einen Ruf. Nein. Nein. Was eine Scheiße. Ich sollte mir wenigstens hier Dach drauf bauen. Was brauche ich denn nochmal für ein Dach? Reicht das? Nein. Sticks? Einer? Wahrscheinlich eher nicht. Aha. Wie ich sehe schon kommen. Es ist jetzt auch noch nebbelisch. Ich. Echt. Nee, warte. Den Stein haue ich mal nochmal hier wieder hin. Muss ich mal auf meine Dings achten? Ja, vielleicht sollte ich mal zwischenzeitlich was essen. Dann kann ich mir mal diese runzligen Potatos hier reinpfeifen. Warte mal, habe ich auch Durst? Naja, gut, das geht noch. Ich könnte noch mehr labeln, ne? Ich könnte ein Bucket labeln und könnte allen Sachen Namen geben. Was sehr, sehr cool wäre. So, die holen wir uns jetzt noch hier fix. Damit der Strand auch richtig schön leer ist. Oh, ich würde mir so wünschen, dass die nachwachsen, ne? Dann könnte man einfach mit dem Arsch die ganze Zeit auf einer Dings bleiben. Das wäre so cool. Achso, ist kaputt. Scheiße. Gut, dass ich mir die Axt gebaut habe. Achso. Weil dann könnte man, weißt du, man könnte es ein paar stehen lassen. Im Prinzip. An denen immer zum Beispiel Kokosnüsse nachwachsen. Und ein paar dir kaputt machen halt für deine Behausung und fürs Feuer. Beziehungsweise die Behausung. Ich meine, gut, wie groß muss die sein? Brauchst du ja nicht. Du bist ja den ganzen Tag draußen. Ist ja Quatsch. So. Dann machen wir uns hier nochmal schnell den Trunk fertig. Trunk. Stirb. Wie viel brauchen wir jetzt einfach, wenn wir nochmal ausrechnen? Ja, warte, komm. Schnell ein Dach machen, damit wir... Ich sehe aber keinen Regen eigentlich, ne? Das ist auch der Invisible Rain. Visible Rain, Invisible Rain. Roof. Was brauchen wir jetzt dafür? Was? Habe ich nicht geguckt. Shit. Mist. Misten doof. Ja, komm. Oder waren das vier, ne? Vier, Stöcke und vier Palmwedel, würde ich jetzt fast mal sagen. Dann machen wir es nämlich mal schnell hier kaputt. Dann machen wir uns noch einen Ruf und dann hocken wir uns da rein ganz gemütlich. Und dann sind wir ja schon fertig mit unserer Behausung. Fast. Fast ist das dann schon gemütlich und dann können wir uns aus dem Rest vielleicht... ach nee, warte, ich wollte es ja hinlegen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Und den Hammer. Und jetzt können wir noch einen Ruf bauen. Ja, genau. 4, 4. Zack. So. Ja, fertig, ne? Solange es hier keine Kannibalen gibt oder böse Tiere auf der Insel, ist das ja auch völlig egal, eigentlich. Und völlig nebensächlich. Ja, wie uns reicht, braucht man gar keine Butze. Es ist nur, der Mensch neigt immer dazu, sich eine Butze zu bauen. Irgendwie. Ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt, grundsätzlich. Ja. Wegen Regen, sag ich mal. Und wenn es hier zum Beispiel nachts kalt wird, was jetzt, ich gucke jetzt mal, wie kalt. 18 Grad, naja gut, okay, da hätte ich vielleicht schon ganz gerne irgendwie, wäre ich gern trocken. Also 18 Grad und nass muss ich auch nicht haben. Komm jetzt hier, komm Bett. Stell dich nicht so an, sei ein gutes Bett. Ich will dich an der Wand haben. Ich möchte hier bitte ganz nah an der Wand schlafen, nur dann fühle ich mich sicher. So, das sieht doch schon mal, ne, molto gemütlich aus. Wir müssen was, ja, was essen, ein bisschen was müssen wir was essen.
3 Drinkable.